Willkommen bei Machergeist. Mein Name ist Remo Ruska, ich bin dein Host. In den ersten Episoden 2023 ging ich auf die Reise mit Weggefährten zur Frage, was den Wandel möglich macht. Bereits ab der Episode 8 zeichnete sich ein Wechsel ab. Ab der Episode 12 ist es dein Podcast für persönliche Entwicklungswege, mit der eben erwähnten Entwicklung, Offenheit und auch Verletzlichkeit oder Mut. Letzteres ist die Superpower, um echt und authentisch zu sein, um zu machen oder eben auch Machergeist zu sein. Menschen erzählen, was sie antreibt, wie sich ein Knistern bei ihnen zeigt und wann Bewegung mit Menschen und Themen für inneres Wachstum sich zeigt. Heute spreche ich mit Gianfranco Salis. Hoi, Gianfranco. Hallo, Remo. Wir werden das Gespräch in unserer Sprache führen, also auf Schweizerdeutsch, weil wir alle Gespräche, die ab jetzt aufgezeichnet werden, weil Entwicklung ist etwas sehr Persönliches, Machergeist ist etwas Persönliches, oder es geht einfach auch nicht ohne den persönlichen, vollen Einsatz. Das würde auch jeder Unternehmer oder jede Unternehmerin bestätigen. Ja, Gianfranco, wir haben uns im Macherzentrum vor gut einem Jahr das erste Mal gesehen, am Machertreff, wo ja jeden Monat stattfindet, in Lichtensteig. Im Macherstädtli moderierst du auch den grössten Event, das alljährliche Jazzfestival mit etwa 5'000 Besuchern. Genau. Und heute sind wir bei dir zu Hause. Danke für deine Zeit. Ja, danke, dass ich heute die Zeiten wechsle. Genau, und da bringst du es ja gerade auf den Punkt. Meine erste Frage ist immer, wer bist du? Und eben, du bist ja normalerweise auf der anderen Seite. Vielleicht kannst du mal etwas über dich erzählen oder wer du bist. Ja, ich freue mich riesig über die Einladung, dass ich hier in deine Sendung kommen darf. Und wer bin ich? Also in erster Linie bin ich ein Familienmensch. Also als glücklicher Ehemann und Vater von 3 Kindern steht bei mir sicher die Familie im Zentrum. Beruflich bin ich seit dem 19. Unternehmer und Inhaber von meiner Einzelfirma im Bereich Moderation und Podcasting. Und mein Kerngeschäft ist dabei Kommunikation, die Motivation, kann man vielleicht auch sagen, und die Moderation an und für sich. Also, dann bin ich auch Podcast-Pionier im Bereich von edukativen Podcasts, Dozent und Seminarleiter und habe zusammen mit meiner Frau Karin eigene Lernmethode entwickelt und wir haben zusammen im 21. ein E-Book herausgebracht, wo es darum geht, es ist ein Lehrmittel für den Einsatz im Unterricht für Podcasting zur Förderung von überfachlichen Kompetenzen. Also da ist die Auftrittskompetenz dabei, Selbstwirksamkeit, das eigenverantwortliche Lernen. Das sind wahrscheinlich alles Themen, wo wir wahrscheinlich heute zum Reden kommen darüber. Und ich tue auch Firmen unterstützen oder eben so, wie wir uns kennengelernt haben, als Referent von Veranstaltungen zu der Thematik Podcasting und den Mehrwert von diesem neuen Medium auch berichten. Und bin Mentor im Bereich von der Kommunikation, von Image Marketing. Genau, das ist so ein bisschen, wer ich bin heute. Und wenn du zurückschaust an den Moment, oder, wo du gesagt hast, so, jetzt mache ich mein eigenes Ding, oder? Mhm. Und dann zu dem geführt hat und wahrscheinlich dann auch nicht ein einfacher Weg war, das Schärfen von, ja, was mache ich jetzt ganz konkret, oder? Mhm. Das kennen wir ja alle. Du hast es ein bisschen angetönt, oder es ist ein bisschen rausgekommen zwischen den Zielen, oder? Da ist ein bisschen Education drin, da ist ein bisschen Kommunikation drin. Ja, was hat dich denn geprägt? Also, dass du nachher gesagt hast, so, eben vor etwa 4-5 Jahren gesagt hast, so, jetzt mache ich mein eigenes Ding. Was ist das so der Geist, den ihr in erlebt? Was hat dich mitgenommen? Was hat dich geprägt? Also geprägt hat mich sicher, dass die Kommunikation steht bei mir, in meiner Persönlichkeit, zuoberst. Also es ist schon immer so gewesen, Leute, die mich schon länger kennen, wissen das auch, oder die mich schon besser kennen oder auch sonst kennengelernt haben. Ich bin sehr ein kommunikativer Mensch. Und ich bin einfach interessiert am Mensch, an und für sich. Und darum hast du mich wahrscheinlich auch gesehen für diese Sendung. Ich finde den Mensch einfach etwas Faszinierendes. Es ist ein faszinierendes Wesen. Mit all seinen Ecken und Kanten.
Und das hat mich schon immer fasziniert. Das ist auch der Ursprung, darum bin ich auch Lehrer geworden. Mal, oder? Ich war 15 Jahre auf dem edukativen Beruf als Pädagoge. Dort war es so ein bisschen mit dem Kind zu arbeiten, dem Kind etwas mitgeben können. Jetzt habe ich selber Kind daheim. Und darum ist dann auch vielleicht das Erlebnis, oder dass jetzt hast du Kind daheim, jetzt kannst du die Erziehung daheim quasi leben und vorleben. Deine Rolle als Vater, das finde ich sehr entscheidend, dass du eben das auch vorlebst, deine Werte, deine eigenen Werte kannst vorleben. Und bevor ich Kind hatte, weißt, habe ich das als Lehrer können, so auch vorleben, in dem Rahmen vom Schulzimmer, vom Schulbereich. Und dann ist einfach so ein bisschen das Bedürfnis gekommen, ey, jetzt habe ich ja selber Kind, jetzt, und durch das, ja, jetzt will ich nicht mehr andere Kinder erziehen, quasi. Oder? Weil es ist schon, es hat sich gewandelt, der Lehrerberuf auch, und er ist gut, der Beruf, nach wie vor. Ich kann ein höchstes Ansehen an den Leuten, die den noch ausführen, weil in diesen 15 Jahren, die ich es selber gemacht habe, hat da eine rechte Veränderung stattgefunden. Was sicher auch zu der... Vom 99 bis im 04 habe ich die Ausbildung gemacht und dann bin ich bis im 19 als Lehrer tätig gewesen. Die ersten 4 Jahre 100% und dann bin ich immer weiter zurück, weil ich eben das Bedürfnis, und jetzt zu deiner Frage, das Bedürfnis in mir entdeckt habe, hey, ich möchte auch noch etwas für Erwachsene machen. Jetzt habe ich eben selber Kind, jetzt will ich nicht 24 Stunden Kind haben, 365 Tage, also daheim und beim Arbeiten, sondern einfach, ich geniesse meine Kinder daheim und jetzt geniesse ich meine Arbeit eben auch mit Erwachsenen. Wie würdest du eben mit dieser edukativen Brille, oder? Also du hast auch noch mir gesagt im Vorgespräch eben auch das Thema Radio und das Thema Kommunikation ist ja dann auch. Wann ist denn das dazu gekommen? Ist das während der Schulzeit dazu gekommen? Ist das nachher dazu gekommen? Wie hat sich das hineingewoben, die Kommunikation in das auch Lehrer sein, das Edukative? Also das sind ja sehr viele Skills drin beim Schulgehen, wo ich jetzt da heute auch brauche. Und ich glaube, ich habe auch die 15 Jahre gebraucht, um den Absprung machen, weißt du, zum sagen, hey, jetzt, ich habe eigentlich ständig trainiert, also das ist ja, das ist ein Auftritt, jeden Tag, du hast zwar Kind, wo quasi kommen müssen, nachher hast du das freiwillige Publikum, oder, bei deinen Anlässen und so, oder bei deinen Moderationen, man hört zu oder man hört nicht zu, einfach, dann ist es freigestellt, oder, das ist ja vielleicht noch ein Unterschied, aber dort ist schon, habe ich schon immer wieder können, die das auch, vielleicht auch besser werden und weiterentwickeln. Oder die Skills, oder dann plötzlich eben dann selber auch die Lust empfunden, hey, da ist noch mehr drin, da kann ich ja mit diesen Gaben, die ich bekommen habe, in die Wiege gelegt bekommen habe, kann ich offensichtlich auch Erwachsene erreichen, oder Erwachsenen auch etwas mitgeben von meinen Gaben, oder weißt, in der Art und Weise, wie ich arbeite, so vielleicht auch Erwachsene motivieren. Wie bist du dort, eben du sagst, mit diesen Gaben? Mhm. Wir sind ja hier am Zürichsee. Bist du denn da aufgewachsen? Was hat dich weiter vorne geprägt? Also ich bin als Doppelbürger aufgewachsen, neben dem Ozean auf die Welt gekommen, also in Peru. Okay. Oder? Ich bin Doppelbürger, meine Mutter ist von Peru, mein Vater ist Schweizer und ich habe beide Pässe und habe dort, vielleicht ist das schon auch ein Teil, oder, wo ich bin quasi zweisprachig aufgewachsen, Spanisch-Deutsch, oder, und das hat mir vielleicht, habe ich durch das mit der Kommunikation, ist das vielleicht dort hauptsächlich daheim, oder, dass du kommst zwei Kulturen mit über, von Anfang an, du hast den Austausch, also mein Vater hat wirklich Schweizerdeutsch mit mir geredet, in Peru hat es durchgezogen, und meine Mutter immer Spanisch. Oder? Und das ist bis heute noch so. Also ich rede mit meiner Mutter auch noch Spanisch und habe so ein bisschen wie durch das vielleicht diese Ecken im Hirn nicht besonders ausgeprägt, das mit der Sprache. Ja. Das ist spannend, oder? Weil bei mir ist es, und mein Vater ist Designer, ist auf der Weltschweiz aufgewachsen, hat in der Schule, im Deutschunterricht in der Weltschweiz gesagt bekommen, er werde nie Deutsch lernen. Und dann hat er eine Deutschschweizerin geheiratet. Okay. Und wir haben die Schweizerdeutsch geredet. Aber eben seine Deutschkenntnisse waren wirklich gut gewesen. Also er ist mit keinem Wort Deutsch in die Deutschschweiz gekommen. Und hat dann trotzdem Schweizerdeutsch geredet, oder? Und das ist schon, also das mit der Kommunikation, wenn du das nicht
weißt, oder, von klein auf, es gibt unterschiedliche Sprachen, oder du einfach nur im Fernsehen siehst, es gibt unterschiedliche Sprachen, sondern du erlebst es, oder? Wirklich als Teil von dem, was dich prägt, und die Familie prägt dich nun einfach absolut mal am stärksten, oder? Ist es, und darum habe ich das eben nochmal darauf hingewiesen, oder? Das ist einfach, das kannst wie, das ist auch am schwierigsten, oder? Wenn du etwas willst, ändern an deinen Prägungen, von ganz früh, vom Ursprung her, das ist der Teil, der am schwierigsten kannst ändern, oder? Der kannst wie, da braucht sehr, sehr viel, oder? Ist aber ein Teil von Entwicklung. Ja, und für mich ist das der Nährboden für meinen Beruf, den ich heute mache. Oder? Das ist sicher die Kommunikation im Zentrum, die verschiedenen Kulturen. Und das ist ja etwas, was mich auch jetzt noch interessiert. Ich bin in der Kulturkommission in der Gemeinde. Kultur ist gross geschrieben. Jetzt, heute werden wir wahrscheinlich auch noch kulturelle oder soziokulturelle Themen ansprechen. Also mich interessiert einfach der Mensch, die Geschichte hinter dem Mensch und ja, verschiedene Völker, verschiedene Kulturen, verschiedene Ethnien. Das interessiert mich einfach. Ja, das verbindet uns wahrscheinlich auch. Das ist das, was man gemerkt hat, wenn man uns kennengelernt hat, irgendwie da, das, ja, da sind wir ein bisschen ähnlich gewiped, sozusagen. Wenn du so ein bisschen zurückschaust, eben die Zeit, ja, wo sind so Momente, wo du gesagt hast, ah, da bin ich gewachsen, da habe ich Gefühl gehabt, wow, ah, da knistert es, da ist etwas, da komme ich weiter. Was sind so Momente bei dir, wo du gemerkt hast, da mache ich jetzt einen Sprung? Also, du meinst so einen Treiber-Moment oder einen Anstoß? Du sagst, oh, jetzt sehe ich die Welt ein bisschen anders. Oder einfach auch von innen raus. Oder? Du sagst, da bin ich gewachsen. Sind das Schulmomente gewesen? Sind das Abschlüsse gewesen? Oder sind das auch einfach Erlebnisse gewesen? So Peak-Momente? Es gibt ja so verschiedene Coaches. Also, es gibt einen grossen, oder? Der macht so Peak-Momente. Es gibt so Momente, so, wo du im Leben weißt, wow, da hat sich etwas verändert, oder? Welche würdest du da ins Feld führen? Oder sagst du, da bin ich gewachsen, da hat mich vielleicht vorbereitet auf den Schritt nach der Selbstständigkeit? Also ich würde in Etappen nehmen. Also wenn wir nochmal ganz vorne anfangen, ich habe das grosse Glück, ein Elternhaus dürfen zu haben, nach wie vor, das mich unterstützt. Im Sinne von, wo, ja, einfach in dieser Art, wie ich bin. Und wo ich jederzeit kann Rat suchen, auch heute noch, wenn ich brauche oder wenn ich einfach den Austausch, heute ist es ja mehr der Austausch, so quasi noch eine Drittmeinung, Vater, was sagst du zu dem oder was, wie würdest du das anschauen, wenn du jetzt nochmal 41 wärst, so aus dieser Warte. Das finde ich noch, das ist sehr wertvoll, oder? Und das ist auch ein Geschenk. Also wenn du mit 41 noch das Telefon vom Vater bekommst, weil es ihn einfach Wunder nimmt, was du gerade am Treiben bist, dann finde ich es schön. Also das ist die Beziehung. Erziehung ist Beziehung, es ist ein Wechselspiel und das ist sicher ein ganz wichtiges Puzzleteil. Das ist so ein bisschen der Grundstock, Basis, Fundament. Auch für Selbstwertgefühl. Und das brauche ich ja auch in meinem Job. Ich stehe auf der Bühne raus, hat es 2.000, 3.000, 4.000 Leute vorne raus, hast du vorher gesagt, oder auch in einem kleineren Rahmen. Ja, du bist dann kurz im Zentrum und musst halt dann auch mit dieser Angriffsfläche, die du dir auch bietest, vielleicht auch eine kritische Stimme stellen. Aber das suchst du ja vielleicht auch ein bisschen in diesem Job. Also das heisst, dir, ja, kann es ja auch egal sein, was die anderen denken. Also, weißt du, das ist wie die Selbstsicherheit, das hast du oder hast du nicht. Oder? Es ist so, ich habe mal spannend gesehen, Nummer eins, vor was haben die Leute am meisten Angst? Es ist nicht irgendwie Krebs oder Herzinfarkt oder es ist irgendetwas Schlimmes, sondern es ist der Auftritt vor anderen Menschen. Das ist Nummer eins. Oder? Und das hat mich eigentlich noch beeindruckt, weil wenn ich jetzt mich selber reflektiere, weißt, als Kind habe ich immer so ein bisschen den Bammel gehabt, oh, was denken die anderen, ich kann jetzt vortragen und was soll ich anlegen, was soll ich sagen und so. Und je älter dass ich geworden bin, desto mehr ist mir, also egal, nicht, klar nicht, das ist irgendwie ein Zeichen erzählen, aber ja, desto mehr habe ich wieder das Gefühl gehabt, wenn ich etwas mache, dann mache ich es, weil ich es aus Überzeugung mache. Und sonst kann ich es auf der Seite lassen. Und wenn du auf die Bühne aufsteigst, dann geht der Schuss hinten raus los, wenn du es nicht aus Überzeugung machst, weil das merkt man. Also man merkt sofort, ob einer da vorne eine Rolle spielt oder ob einer das lebt, was er macht.
Und jetzt sind wir beim Machen und beim Geist, Leben und Machen. Und das finde ich einfach so zentral. Und das ist vielleicht auch eine Botschaft, die ich geben möchte. Macht etwas, das euch ausfüllt, das euch innerlich antreibt. Spielt nicht eine Rolle spielen oder irgendwie so, sonst könnt ihr im Schauspiel aus euch anmelden und eine Schauspielkarriere machen. Nicht despektierlich gemeint, sehr ein spannender Beruf. Absolut. Die können sogar verschiedene Rollen ausleben in diesem Beruf. Aber das ist dann auch schwierig, oder? Auch schwierig. Weil, oder, das musst du dann authentisch machen. Genau. Du bist vielleicht nicht du, oder du lernst einen Anteil von dir kennen, genau, den du vielleicht noch nicht gekannt hast. Das ist ja wahrscheinlich das, was eine Schauspielausbildung auch lernt, oder? Dass du eine Rolle kannst einnehmen, die mit einem Ich-Anteil von dir zu tun hat, den du vielleicht nicht so kennst, einen blinden Fleck hast. Dann lernst du dich auch wieder besser kennen. Das ist so, so wie ich den Austausch, ich bin auch ein bisschen mal in der Unterhaltungsbranche gewesen. Ja, ja, okay. Ein bisschen, ein Bezug zu dem. Es ist wirklich, glaube ich, du hast das Authentische, oder? Das Echte, oder? Das ist ja das, was nachher eben das Machen auch eben dem Geist gibt, oder? Mhm. Nicht einfach, jetzt tue ich das Konzept abelieren und weil ich irgendwie kompetent bin in irgendetwas, oder? Mhm. Auf dem kannst du auch eine Selbstständigkeit aufbauen, oder? Es ist auch ein wichtiges Fundament. Aber am Schluss, das ist einfach meine Beobachtung, oder? Also auch da, wo wir die Fabrik wiederbelebt haben in Liechtenstein, ist meine Hauptaufgabe für mich gewesen, oder? Ich habe in meinem Mandat, das ich hatte, habe ich gewusst, ich werde das Ding nicht selber betreiben, oder? Ich habe einfach das Mandat gehabt, etwas aufzubauen, einfach einen Käufer aufzubauen, weil der Besitzer hat sie nicht können verkaufen, die Altfabrik, über 3 Jahre. Und dann haben wir einen Käufer aufbauen. Mir ist es darum gegangen, Leute zu finden, wo ich merke, das ist das die haben das Feuer, die knistern. Das knistert, ja, oder? Mhm. Und das ist das, oder? Weil dann zählst du nicht Stunden. Richtig. Und das wahrscheinlich bei dir am Anfang auch, oder? Am Anfang absolut. Darfst du auch nicht Stunden zählen, oder? Weil sonst, ja, wie willst du denn die Durststrecke am Anfang überhaupt überstehen? Genau, und du hast mich ganz am Anfang gefragt, was war so ein Moment gewesen, oder eben vom Lehren nachher zu wechseln. Es war also die Übergangsphase, es ist die Arbeitszeiterfassung dann gekommen. Mhm. Und das hat mir immer mehr widersprochen. Also, jetzt, ja, das ist sicher auch ein Faktor. Also jetzt musst du dir vorstellen, du schaffst und nachher musst du aufschreiben, wie viele Stunden. Also das heisst, du musst ausrechnen, dann bin ich im Lehrzimmer, dann habe ich Kopien gemacht, dann habe ich etwas rekognosziert für eine Exkursion, kann ich das in die Arbeitszeiterfassung reinnehmen und so. Und das ist mir ein bisschen gegen den Strich gegangen. Weil ich habe mir gesagt, ja, aber Herr, hallo, bin ich am Minuteln? Also der Job muss mich doch voll und ganz ausfüllen. Sonst bin ich doch deutsch gesagt ein armer Sieg. Wenn ich am Montag in die Schule gehe, dann freue ich mich dann auf den Freitag, weil dann kann ich wieder so und so viele Stunden aufschreiben, oder was? Nein! Happy Monday! Es ist doch egal, was für ein Tag das ist. Ja. Oder? Wenn du eben das gefunden hast, was dich ausfüllt, dann ist das völlig egal. Ja, ist dem Unternehmen, das ich mitgegründet habe, haben wir dann irgendwann mit der Liste und mit der Familie zu tun gehabt, mit der Familie Lienhardt. Und die haben dann irgendwann in ihrer Kampagne haben sie gesagt, thank God, it's Monday. Oder weil sie verkaufen die Büromöbel. Mhm. Und dort war es natürlich eine sehr konkrete Geschichte gewesen, oder? Mhm. Aber das hat mich auch irgendwie so, ah ja genau, es geht doch um die Überzeugung, dass das, was du machst, dass das mit Leib und Seele machst. Ja, aber weißt du, jetzt nicht despektierlich gemeint, nein, ist, ich habe meinen Beruf mega gerne gemacht und wir reden jetzt nicht über den Lehrerberuf sonst, aber es ist halt ein Teil von meiner Geschichte. Ja, absolut. Oder? Ich kann nachher schon das noch einfädeln kurz. Genau, aber es heisst doch immer, mach was du liebst. Mhm. Oder? Aber ich bin der Meinung, do what it takes. Also, du musst auch machen, was es braucht. Du kannst nicht nur machen, was du gerne machst. Also auch jetzt, weißt du, gibt es Sachen als Unternehmer. Das ist nicht einfach Pony reiten auf dem Bauernhof die ganze Zeit, sondern schau, das ist ja einfach Show, der hat einfach Glück, der hat wieder eine Anfrage, kann wieder aufstehen. Nein, da ist sehr viel Knochenarbeit auch drin. Ja, das ist so. Dass man das kann machen schlussendlich, was du gerne machst, braucht es immer wieder Phasen, wo du auch Sachen musst machen, die es braucht. Ja, also das Telefon in die Hand nehmen, 20 Akquise, Kaltakquise-Telefon machen. Vielleicht hast du auch direkte Absagen, also hast du vielleicht 5 Absagen, oder? Aber dann heisst es aufstehen, weitermachen. Und warum kann ich das? Weil ich ja das, ich kenne ja mein Ziel. Mein Ziel ist, ich habe mich entschieden, um in diesen Ring einsteigen als Einzelunternehmer. Und da gibt es gar kein Scheitern, weil ich habe mich entschieden für das. Das heisst, es ist ja dann, ich muss einfach dann auch etwas machen, um können
in diesem Ring bestehen. Das gehst du K.O. Genau. Oder? Aber durch das... Teil, oder? Der Teil gehört wieder zu. Mhm. Oder? Was ich gemerkt habe, so in dieser Veränderungsszene oder Bubble, oder? Hat natürlich eben viel Partizipation und Gemeinschaft und Veränderung durch miteinander. Oder? Mhm. Was ich aber am Schluss, oder? Wenn du mal ein Produkt hast oder sagst, ich mache das, dann eben der Teil, das Fundament, oder? Das prägende Fundament, das auch Sicherheit und Stabilität gibt, das kannst du nicht wegdiskutieren. Und du kannst ja nicht einfach nur Wandel machen. Also eben, es geht, ich glaube, darum, bei Entwicklung und Entwicklungsweg, oder? Du hast es ja schön aufgezeigt, oder? Mit dem Entwicklungsweg, oder? Auch zu sagen, irgendwann zu erkennen, ich glaube, der Weg geht jetzt zu Ende, oder? Und du hast ja gesagt, das ist langsam, oder? Es war ja nicht ein Schritt gewesen, wo BÄM, oder? Genau. Sondern es ist langsam. Nein, ich habe das aufgebaut, oder? Also das aufgebaut parallel, oder? Richtig. Und aber irgendwie in dir hast du auch schon gespürt, da ist irgendetwas am Verändern, oder? Richtig. Und was würdest du denn sagen, wenn du jetzt an die eigenen Kinder anschaust, oder? Wie kann man es so sagen? Oder? Ich habe immer die Diskussion mit der Medienzeit und wie viel braucht es und wie viel braucht es nicht. Und ja, ich muss die Geräte beherrschen, kommt dann das Argument von den Kindern. Oder? Meine ist 14 jetzt, oder? Ich muss es beherrschen. Oder? Ich sage, ja, du musst es schon beherrschen. Aber du musst auch beherrschen, dich beherrschen. Oder? Um deine Zeit können selber zu regulieren. Voilà. Und das ist sehr, sehr entscheidend. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, ja, aber deine Kinder können ja mega gut einfach für sich spielen. Und deine Kinder sind ja mega, wenn ich zu dir heimkomme, die sind ja gerade beschäftigt, sie wissen selber eben, sie machen ganz, also der Theo zum Beispiel, der hat da die Schlacht von Troja nachgestellt mit irgendwie 35 Lego Männchen und also originalgetreu und so, alles in Eigenmotivation, also wirklich das Eigenverantwortliche. Und dass das eben passiert, da haben wir ganz viele Kämpfe müssen austragen, früher. Also das fängt wirklich der Zug, fängt ganz unten an. Das ist nicht einfach, ja, das erste Kind, schau, ich kann das Tablet, ja, da hast du Ruhe und so. Nein, das gibt es bei uns nicht. Darum können sie heute eben spielen. Und darum, auf das bin ich am meisten stolz. Oder so, im Sinn, dass wir, dass Karin und ich im Team als Eltern das fertiggebracht haben, dass wir unsere Wertvorstellungen so haben können weitergeben können, dass wir die Nähe hinein geben können. Weil wir halt, wie wissen, halt aus unserem pädagogischen Hintergrund wissen, wie wertvoll das ist. Die Basis, das habe ich ja vorher angesprochen, mit dem Elternhaus, mit der Nestwärme am Anfang. Also wir haben jeden Abend haben wir auch investiert. Also, damit jetzt eben die Kinder in der Lage sind, so ihre Zeit selber können zu planen. Und das ist ja das Schöne. Also, wir finden es einfach wertvoll, die Kinder nicht durchzutakten. Also, das sind sie schon in der Schule. Das sind sie schon im Berufsleben nachher. Wir haben eine Leistungsgesellschaft. Das ist sowieso alles durchzutakten. Die wird sich nicht so schnell ändern. Aber es ist so wichtig, gebt den Kindern, das ist vielleicht eine Botschaft, die ich habe, allen Eltern, die jetzt zuhören, gebt den Kindern die Aufmerksamkeit, die sie verdienen. Ein Kind wird voll, also wenn es auf die Welt kommt, so haben wir unsere Kinder behandelt, dann ist es ein vollwertiger Mensch. Dann ist nicht da, du, sondern dann ist, schau mal den Böllen, schau mal, gerade richtig nicht reden. Nicht in Sprache. Ja, oder im Zoo. Das ist vielleicht auch noch kurz, von wo kommt Theo sein grosses Interesse für die Tiere und für die Natur und auch von den anderen Kindern. Warum? Ich habe jetzt Theo gesagt, wegen dem Podcast. Ja, oder? Warum? Weil, wir sind halt im Zoo, er hat gefragt, was ist es für ein Tier, dann sage ich nicht, ah, schau mal, dort hat es nochmal ein Tierli. Sondern dann hat er mir gesagt, ja, was ist es denn für eins? Wie heisst das? Und dann sagen wir das. Auch wenn er zwei ist. Wenn oder? Er hat das gehört, dann ja, und dann verbinden. Genau, und dann siehst du andere Eltern, die sagen, schau mal das Tierli. Nur weil das Baby, nur weil es ein kleiner Knopf eins ist und zwei, das weiss ja nicht, was ein Schimpans ist. Wieso soll ich dem gerade sagen, dass es ein Schimpans ist? Oder? Also das heisst, das Kind als voller Mensch wahrnehmen von Anfang an. Und sich Zeit nehmen für die Kinder. Und das haben meine Eltern auch gemacht, das haben die Eltern von Karin auch gemacht. Und darum können wir das jetzt auch so weitergeben. Und darum ist auch wichtig. Und ich glaube, durch das, dass da wir bin im... Ich, oder, da ja. bin ich, also da, das ist eine sehr verletzliche Seite von mir. Oder? Weil, genau, ich bin anders. Ich habe die Sprache auch gekannt. Ja. Das sind teilweise auch angewendet. Meine Ex-Partnerin hat dann das ähnlich gesehen wie du. Und ich habe das von ihr gelernt. Und das ist wirklich entscheidend. Ich bin dankbar, dass du das sagst, weil es ist wirklich entscheidend, dass man nicht auf die Grösse eines Menschen schaut oder auf
auf die Körpergröße oder auf die Farbe oder auf was auch immer, oder? Mhm. Aufs Aussen, sondern da ist ein vollwertiges Bewusstsein. Voilà. Und das muss sich entwickeln. Richtig. Oder? Aber der Blick ist entscheidend, oder? Ja, und die Unterstützung, oder? Das Selbst, oder? Mhm. Der innere Kern, du sagst vollwertiger Mensch. Und das meinst du wahrscheinlich damit, der innere Kern ist vollwertig. Voilà. Oder? Liebe, Freund, verbinden und so, das ist vollwertig. Das musst du nicht erziehen. Richtig. Oder irgendwie aufziehen oder wegziehen oder verziehen, mhm, oder was auch immer. Oder? Das entsteht beim Anschauen, beim Anhören, mhm, beim vielleicht auch mal Diskussion austragen, mhm, oder in Dialog hineingehen. Mhm. Wir sagen immer, Dialog machen, aber der Matchball gehört den Eltern, weil wir haben einen Erziehungsauftrag, oder? Aber einfach, aber nicht von Anfang an sagen, so ist es oder so ist es nicht. Man kann diskutieren, man muss aber auch argumentieren können. Da kommt jetzt eine lustige Geschichte. Ja? Der Matchball. Mhm. Mein Vater war 20 Jahre Finanzchef vom Fußballverband. Mhm. Und dann sagen sie immer: Der heutige Matchball ist gesponsert von. Das ist nicht interessant, was du gesagt hast, von wegen eben, der Matchball gehört den Eltern. Also, es ist einfach mehr der Teil, den ich meine mit der Sicherheit. Ja, klar. Weil sie wollen ja wissen, bis wo kann ich mich bewegen. Sie wollen ja testen. Mhm. Oder du als Vater kennst das ja. Oder auch probieren, ja, jetzt ist der Papi, der vor uns schaut, vielleicht kann ich da etwas anderes raus holen, wo jetzt bei der Mutter nicht gehen würde. Und da ist einfach wichtig Kommunikation. Das ist A und so. Also, dass du als Eltern einfach kannst eine Meinung vertreten und dann schauen, so läuft es bei uns beiden. Also, das Ausspielen, das muss man gar nicht machen. Oder? Wichtig nachher auch, wenn das Kind geht in die Schule, ist recht lang dort, kommt wieder heim, das darf auch nicht passieren, das gegenseitige Ausspielen. Sondern man sagt, schau, deine Lehrperson möchte das, wir möchten das, beides ist gut. Oder? Das ist in diesem Raum, das ist in diesem Raum. Und das sind Spielregeln. Wo, und so. Aber ich glaube, das Fundament ist viel weiter vorne. Das fängt bereits im Kinderwagen an. Also, das, ja, das. Und da sind wir jetzt eigentlich schon, oder? Bei dem Thema, das wir auch noch haben vorbesprochen haben. Dass wir sagen, ja, aber das ist ja alles. Also ich sage, der klassische Rollenbilder. Oder? Dann ist es wie so klar gewesen, wer das Brötchen beibringt. Wer schaut daheim, oder? Mhm. Und jetzt hier machen sie auch miteinander, oder? Mhm. Das ist auch meine Prägung, seit ich Vater bin. Auch mit x Höchst und Tiefs auf der Reise. Und jetzt aktuell ist auch der Kinofilm in den Kinos, mhm, oder 1 Million Minuten, wo dann ein junges Pärchen, eben genau, auch beide wohnt arbeiten. Die Mutter macht aber den Grossteil daheim und, mhm, der Vater chattet umeinander fürs Klima. Ist, mhm, irgendwo politisch Berater irgendwie. Und dann auf einmal kommt raus, die Tochter, hier etwa so 6, 7, hat Entwicklungs-, also im Vergleich, Entwicklungsdefizit. Mhm. Und sie sagt dann irgendwie, was willst du? Und dann hat irgendwie, er sagt so 1 Million. Und dann sagt sie, 1 Million Minuten. Voilà. Und da haben wir es genau, oder? Das ist Zeit haben füreinander, miteinander, das gestalten, selber können ihnen auch die Möglichkeit geben. Wir geben ihnen auch die Möglichkeit fürs Freispiel. Genau. Weil wir eben genau wissen, ja, sonst sind sie ja überall durchgetaktet. Mhm. Aber es ist so wertvoll. Sie lernen etwas mit der Zeit anfangen. Weil später, wenn sie erwachsen sind, bin ich nicht auch ständig nebenan und sage, jetzt musst du noch dort hin und jetzt musst du noch dort hin und jetzt musst du noch dort hin, oder? Und ich behaupte, wenn man die Geräte, kommen wir nochmal schnell zu den Medien, hast du es vorhin angesprochen, oder? Brauchen wir ja auch in unseren Workshops für Lehrpersonen, oder? Mit den neuen Medien geht es uns eben darum, dass das Kind lernt, mit den neuen Medien etwas herstellen. Also nicht konsumieren, sondern den Wert sehen wir, eben eigenverantwortlich etwas herstellen für andere. Mhm. Das ist eigentlich der Essen. Also von Kind zu Kind, das ist Proof of Concept, ist Theo erzählt, wo zeigt, wie das funktioniert. Sonst sind immer Erwachsene, die etwas für Kinder machen, Hörspiel und so. Und da sagen wir jetzt mal, auf der gleichen Ebene kann man eben auch schon unten ansetzen. Wie ich vorher gesagt habe, das Kind schon ganz klein als voll nehmen. Auch die haben unter Gleichaltrigen etwas einander zu erzählen.
Wir sind ja auch nicht ständig von... altersgerecht sein. Richtig, und wir haben ja auch nicht immer ständig 70, 80-Jährige, wo, also ich meine jetzt einfach so 30, 40 Jahre Ältere, die dann über uns bestimmen, was wir machen. Sondern wir sind jetzt auch untereinander. Und genau so ist es sich auch spannend für Kinder im gleichen Alter. Und dort sehen wir den Wert, den Mehrwert, oder? Auch der, eben von unserer Podcast-Dienstleistung auch jetzt für Seminare, Workshops, eben Podcasting als Möglichkeit, um ganz viele verschiedene Facetten und Skills zu trainieren fürs Leben, die es braucht, die eben nicht im Stundenplan sind, als Fach, sondern wo du eben daheim mitgibst, wo du ihnen am besten kannst mitgeben, indem du das Kind ernst nimmst, indem du dem Kind Zeit lässt, Zeit, um selber etwas gestalten lässt, Zeit für Kreativität lässt, tust du ganz viele Sachen ihnen auf den Weg geben für ihr späteres Leben. Indem sie es machen. Oder? Voilà. Ja. Indem du ihnen aber wirklich auch Zeit gibst, um das zu machen. Also weißt du, wenn uns Leute sagen, ja, die spielen einfach so schön. Ja, wir geben ihnen auch Zeit für das, darum können sie das. Ja. Oder? Wenn ich jetzt würde sagen, ja, kannst du den Fernseher anstellen, eine halbe Stunde, dann habe ich meine Ruhe. Machen wir aber nicht, wir haben gar keinen Fernseher. Ja, ich sage jetzt aber nicht, dass die Menschen schlecht sind, die einen haben oder wo das Kind etwas gamen lässt oder so. Aber ich sage einfach, Gamen findet bei uns statt, in dem, dass unsere Kinder halt hören, entweder von uns etwas erzählt bekommen oder Geschichten hören und dann Szenen anspielen mit Lego oder mit Playmobil oder auch feinmotorisch eben, könnt sich selber auch weiterbringen mit Kartonschachteln, die man im Keller halt eben auch noch aufbewahren und nicht gerade entsorgen. Einfach, das sind so Sachen, oder? Wo man dann... Das ist meine Stieftochter. Sie sagt auch immer, Remo, das kannst du nicht fortrühren, das kann ich brauchen zum Basteln. Ja. Das sind genau die Sachen. Und da sind auch eben Kinder unterschiedlich, oder? Meine ist da auch eher auf der Medienseite. Und da haben sie lernen, nicht das zu verurteilen, oder? Weil du, eben, es gibt wie nicht richtig und falsch. Voilà. Es gibt, dass sie lernen, mit der Zeit umzugehen, oder? Genau. Und das ist ja das, was nachher dann heute, oder, in der heutigen Wirtschaft, dann mit Selbstführung, Selbstregulation, oder? Mit Verantwortungsübernehmen, Eigenverantwortung. Das sind ja genau die Sachen, oder? Wo gefragt sind. Wo kein KI kann, durch kein KI kann ersetzt werden. Ja. Ja, und auch in 10 oder in 20 Jahren nicht. Ja. Und die anderen Sachen eben schon. Mhm. Oder gewisse Fertigkeiten, die immer noch lernt, das Rechnen, das Schreiben und so. Da hat es ja schon längst ein Rechtschreibenprogramm, wo du in einer halben Sekunde, oder kannst du das Blatt scannen und dann hast du alle Fehler draussen und so Sachen. Was ich persönlich finde, dort müssen wir ansetzen, oder? Dialogfähigkeit, Ernährung, in der Sekundarschule lernen, wie man eine Steuererklärung ausfüllt. Alles so Sachen. Oder? Das sind so Fächer. Und das ist halt die Schule, wie gesagt, ich möchte da nicht negativ schätzen, ich war 15 Jahre dort drin, aber ich finde, die Schule ist einfach ein Gebilde, das sich eben auch kann entwickeln. Weiterentwickeln. Was, das macht es auch. Zum einen Teil zwangsläufig, zum einen anderen Teil auch sehr innovativ. Es gibt ganz, ganz viele gute Ansätze, wo man eben genau das versucht, überzukommen, also quasi die Schule, wo man das eigenverantwortliche Lernen führen spielt, wo man das ins Zentrum nimmt mit der Selbstwirksamkeit. Aber das ist wirklich, findet aber auch leider an vielen Orten einfach in den Broschüren statt. Oder? Weil dann kommt man aus Überforderung, da kommt ein ganz grosser Kuchen drin mit der Heterogenität, wo man halt aus der Überforderung oder aus den Überlastungssituationen, die die Lehrer halt tatsächlich haben in der heutigen Zeit, mit den steigenden Ansprüchen von verschiedenen Ecken, von den Eltern, von den Behörden etc., wo es halt dann auch schwierig wird, dann diese Sachen auch zu fördern, wo dann halt die alten Muster zurückkehren, wo auch in der heutigen Zeit noch zum Teil leider Strichli und Smiley verteilt werden, obwohl das schon längstens verstaubt ist. Oder? Das sind spannende Sachen, oder? Also mir ist vor ein Bild gekommen, und das ist in der Wirtschaft genau gleich mit den Broschüren, oder? Wenn es nicht echt ist, oder? Die ganze Nachhaltigkeitsdiskussion, da wird irgendwelche Berichte verfasst. Da wird, seit Jahrzehnten, oder, wird diskutiert, wie erfassen wir, wie bewerten wir Nachhaltigkeit. Genau. Und dann steht es irgendwo in einer Broschüre. Wenn du ins Unternehmen hineinschaust, oder, hast du eine riesige Differenz zu dem, was in der Broschüre steht. Oder? Das Verhalten ist nicht ansatzweise dort, wo es gemessen ist. Ja, oder im Hochglanzprospekt sieht das super aus. Der Slogan ist wir unterstützen die Helden von morgen und so weiter, oder? Ja, dort schön. Ist es einfach, oder? Und dort muss ich wirklich sagen, dort heißt du, oder? Du musst wirklich auch eine Haltung kultivieren,
wo das, der offene Dialog, oder, auch ermöglicht, dass Leute auch wachsen können. Oder der ist ja so entscheidend. Der ist ja für so vieles entscheidend. Also die Erde ist ja ein bunter Planet. Mhm. Oder? Und heute haben wir aus ganz verschiedene neue Herausforderungen. Mhm. Aus soziokultureller Hinsicht ist das gesellschaftlich ja nichts Neues. Oder? Das hat es ja schon immer wieder gegeben, seit es den Mensch gibt. Aber durch die Globalisierung und durch das Internet sind wir halt einfach näher zusammengerückt. Der ganze Erdball. Und das bringt natürlich jetzt neue Herausforderungen auf ganz vielen Gebieten mit sich. Da haben wir Rollenbilder, Mann und Frau, wo 7 Generationen lang nicht diskutiert worden ist. Heute, in dieser Generation, wo wir sind, kann darüber diskutiert werden, wird auch darüber diskutiert. Und man muss es auch machen, aber. Und man macht das auch. Und auch da ist keine Wertung drin. Es ist auch etwas Gutes. Es zeigt ja auch eine Weiterentwicklung in der Gleichbehandlung von Mann und Frau, oder, wo sich ja auch gehört. Und gleich gibt es auch wieder dann neue Herausforderungen. Ja, total. Also, da sind wir ja voll beieinander. Oder? Wir haben vorhin im Vorgespräch hast du gesagt, ah, das war jetzt mal cool gewesen, oder? Weil wir beide, oder? Wir sind ja beide auch die Heim. Hast du Wäsche aufgehängt, oder? Und dann noch, ich muss im Fall dann und dann wieder die Heim sein, weil die Kinder kommen, ich muss noch kochen, oder? Und das sind dann so, ich kann das wirklich, seit ich das erlebe, oder? Weiss ich, wenn Frauen sich austauschen über Forderungsmomente, oder? Wenn der Mind überfordert ist, kommen wir zu Wort nicht, kommen wir vielleicht später wieder. Aber einfach, wenn der Moment kommt von, hey, ich mag das alles nicht tragen, oder? Es ist natürlich einfach, oder? Und unser Geschlecht ist ja, eben, du hast gesagt, 7 Generationen oder vielleicht auch mehr, oder? Hat man einfach Brötchen verdienen, heimkommen, anhocken. Genau. Was ja nicht unbedingt jetzt besser ist, nein, wenn man es objektiv anschaut. Das führt dazu, oder? Dass natürlich die Komplexität des Lebens ist dann einfach in 2 ziemlich klare Rollenbilder aufgeteilt worden. Und wenn natürlich das aufhebst, dann wird auf einmal das Leben komplexer. Ja, oder dann geht die Identitätssuche los. Ja. Dann haben wir die binären und non-binären Menschen, dann haben wir Gendertum, oder quasi. Dann kommen so Erscheinungen. Absolut. Das ist ja dann nichts anderes als, es wird etwas aufgebrochen, oder? Oder freigegeben, ein neues Feld freigegeben. Und jetzt sucht der Mensch auch irgendwo wieder seine Orientierung, seine Identität. Das ist ja etwas ganz Normales. Genau, und das ist das, was am Schluss der Kern ist, oder, von dieser ganzen Geschichte. Oder? Und das ist, und darum, ich glaube, das ist die Kommunikation, wie du es richtig gesagt hast, oder? Miteinander reden, oder? Genau. Und ich kann auch, oder? Meine Partnerin heisst übrigens auch Karin. Ah ja. Ich so schaue jetzt im letzten Jahr, oder? Zur Phase, wo wir sehr viel miteinander geredet haben, auch sogar rituell, oder? Jeden Abend. Und gefühlt, das sind die richtigen. Dort hat es richtig knistert. Das ist richtig geil, wenn du viel redest, oder? Dann ist es nicht ein hey, ich muss noch und du hast schon. Oder hast schon, oder eben kein genau, Gefühl. Nein, das ist ein Zusammenspiel. Es ist dann ganz intuitiv, genau. Ein Zusammenspiel. Es funktioniert einfach, oder? Mir kommt dort der Film jetzt gerade in den Sinn vom Pele, weiss nicht, ob du den gesehen hast. Da kommt so ein Moment, oder, wo das Bild stehen bleibt. Mhm. Und dann sieht er das ganze Feld mit seinen Spielern. Okay. Und dann kommt so das weite Feld, also geht es auf, oder? Und dann sieht alles und du weißt auf einmal, der nächste Zug geht dort an, und dann geht er dort, geht er dort. Du siehst auf einmal alles viel besser. Das ist wie eine Kraft, oder? Das ist wie eine Kraft, oder? Wo du dann. Ja, wo im Team innen entsteht. Dann. Aber es funktioniert nur, wenn die Teampassung, oder eben auch Partnerpassung, auch auf Kommunikation trifft. Absolut. Oder wenn Kommunikation nicht funktioniert, dann kannst du es vergessen. Oder? Absolut. Also das ist ja, übrigens, du hast ja das angesprochen mit der Wertschätzung auch, oder? Der Respekt, den du dann auch gesehen hast, der Respekt gegenüber der Frau auch, oder? Wenn wir jetzt Wäsche aufhängen und Zeug und gleichzeitig noch Business machen, oder? Dass wir auch dort, durch das, was wir dort innen sehen, habe ich ganz einen anderen Respekt auch gegenüber meiner Frau. Wenn wir Männer so, oder, wirklich in die Erfahrung hineingehen, dann können wir eben das Respektthema, oder, wo du gebracht hast, das ist so entscheidend, oder? Der Respekt entsteht nicht durch Ignoranz. Voilà. Oder? Sondern indem ich mich verletzlich zeige und sage, hey, das ist eine Welt, die kenne ich einfach nicht.
Mhm. Da braucht es ein bisschen Mut, oder? Um zu sagen, okay, ich komme da rein. Voilà. Ich brauche ein Commitment, dass ich mit dir zusammen das jetzt auslote. Und dann gibt es da eben. Da gibt es die Momente, wo du sagst, Scheiße, ich muss auch noch gehen, Wäsche aufhängen und Scheiße das oder dies. Aber das sage ich auch für mich, weil ich weiss, meine Frau macht ja das auch. Mhm. Also da finde ich etwas ganz Entscheidendes ist, dass, wie gehe ich mit einem Problem um? Also ein Problem ist, dass ich quasi, ja, wenn ich jetzt an meinen Grossvater denke, würde mich auslachen vom Himmel oben ab. Was machst du eigentlich? Gehst du gut die Wäsche aufhängen? Ich bin ganz bachen. Oder würde jetzt der Grossvater vom Himmel oben ab sagen? Ja. Aber ich sage mir dann eben, ich mache das, wie es meine Frau auch macht. Mhm. Und ist es schlimm? Nein, es ist nicht schlimm. Mhm. Ist es meine Lieblingsbeschäftigung? Nein, ist es auch nicht. Und meine zum aber, Beispiel ist auch nicht Buchhaltung machen, aber ich muss es machen, oder? Eben, do what it takes. Genau. Also du musst manchmal wirklich auch Sachen machen, die es braucht fürs Miteinander. Mhm. Und das heisst, das ist die Konsensbereitschaft, das ist Commitment, wie du gesagt hast. Das ist auch, eines muss ich säckeln. Mhm. Wenn der andere den Ball hat, muss ich säckeln und mich wieder freistellen. Und dann hat der andere wieder den Ball. Mhm. Und dann kann. Oder weißt du, ich meine, dann verschiebt also sich das. Also, mir kommt gerade der Hockey in den Sinn, oder? Das haben wir mehrfach gesagt, die Sport ist Lebensschule. Ja, das ist ja so. Definitiv. Ja, das, ja, und dort ist auch oder Arthur Hotz, der gesagt hat, das ganze Leben ist eine Trilogie. Ja. Oder der hat sehr viel über Entwicklung sich Gedanken gemacht. Wichtig finde ich einfach, glaube bei gesellschaftspolitischen Themen auch, also das positive Denken und über das Negative hinweggehen. Also man kann auch ins Grübeln hineinkommen, meine ich mit dem. Und wenn man ins Grübeln hineinkommt, dann kommt man automatisch ins Bremsen hinein. Und tendenziell kann man dann auch Probleme schaffen. Das ist schon so. Ich habe dort auch einen Aspekt aus meiner Erfahrung raus, oder, wo man sagt, du darfst nicht ins Grübeln hineinkommen, aber anschauen, richtig. Wo hebt mich etwas auf? Ein Persönlichkeitsschatten hat ja C.G. Jung das getauft. Genau. Ich habe eine Persönlichkeitsschatten, etwas, das ich nicht sehe, das ich wegdrücke. Und wenn ich blinde Fleck oder so. Fleck, mhm. Oder? Und dort eben auch in die Verletzlichkeit hineingehen können. Darum ist das auch eine super. Und in die Selbstkritik. Die Selbstkritik und dann auch wirklich in die Gefühle hineingehen und sagen, hey, ich muss das jetzt einfach mal zulassen. Und dann kann ich auch mal brüllen, auch was machen, oder? Hey, voll okay. So what, oder? Also der Indianerspruch ist ja jetzt wirklich von vorgestern. Oder? Richtig. Also nicht nur das Wort ist von vorgestern, sondern auch... Aber das war ja bei unseren Grossvätern an der Tagesordnung, ja, oder? Total. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Ja, quasi. Oder brüllt nicht oder was auch immer, oder? Mhm. Und das sind das einfach wirklich eben da dann wirklich hinzukommen, oder? Aber ich meine, vor ein paar Jahren habe ich die Wörter auch noch und die Sätze noch gebraucht, oder? Und heute weiss ich, nein, Moment, stopp jetzt. Das ist jetzt eben ein Regress, oder? Das ist ein altes Muster, ein alter Zopf. Genau. Und das können bewusst können mit dem umgehen, ist auch Entwicklung. Und Psychohygiene für sich selber. Also es ist zum Beispiel, also wenn ich frage dich, ja, aber schaust du nie Nachrichten und so? Logisch schaue ich Nachrichten, das gehört zu meinem Pflichtprogramm. Auch ich sollte das konsumieren. Aber als dreifacher Vater und Unternehmer bist du ständig unter Strom. Und dann finde ich es eben besonders wichtig, dass du auch auf die Psychohygiene schaust und die komme ich nicht über, wenn ich negativ berieselt werde. Also ich frage mich dann, geht es mir besser, wenn ich stündlich höre, wie viele Tote, wie viele Schwerverletzte und wie viel Elend das auf dieser Welt passiert? Wenn ich das stündlich höre, möchte ich das jede Stunde Nachrichten hören, damit ich mir jede Stunde Negatives geben kann? Nein, das möchte ich nicht. Weil, warum möchte ich es nicht? Weil ich möchte positiv können bleiben in meinem Kern. Mhm. Und da kommt etwas ganz Wichtiges, was meine Kinder auch kennengelernt haben, auch mit der Krise, auch dort, wo unser Familienprojekt entstanden ist. Oder? Das ist das Problem, das ist der Lockdown. Mhm. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Mhm. Wir können uns jetzt auf das Problem fokussieren und können sagen, ja, schlimm. Mhm. Nein, jetzt dürfen wir das nicht, jetzt dürfen wir dort nicht hingehen, das ist zu, das dürfen wir nicht, das dürfen wir nicht, das dürfen wir nicht. Oder man kann sagen, das ist gegeben. Ja, Lockdown, du bist jetzt bei mir und jetzt mache ich etwas aus dieser Situation. Also mit Kreativität, oder das ist auch das, ist also das Lösungsführer. Du hast von Theo erzählt, oder? Ja, genau, also es gibt das Problemführer und es gibt das Lösungsführer. Und wir haben dann wirklich am Lösungsführer Aufmerksamkeit geschenkt und dann ist unser Familienprojekt Theo erzählt entstanden. Im Lockdown. Mhm. In der schlimmsten Zeit als Eventmoderator. Mhm. Also ich kann dir sagen, alles weg, ich kann meine Auftritte in einer Hand abzählen, wo ich daran etwas verdienen konnte. Und der Rest ist passiert im G. Mhm.
Weil meine Kinder wissen, geben und nicht geben und nehmen, sondern geben und überkommen. Mhm. Also das Geschenk, das du dann überkommst, oder? Genau. Durchgehen. Mhm. Und so ist es von Anfang an dann immer mehr auch gewachsen. Also das heisst, das THRC-Projekt war auch eine Lebensschule für meine Kinder. Mhm. Oder für die ganze Familie. Mhm. Hey, wie gehen wir mit einem Problem um? Mhm. Wir geben jetzt die Aufmerksamkeit am Lösungsfühl, dass das Lösungsfühl grösser wird und nicht das Problemfühl grösser also wird. Also ich rede dort von Verantwortungskompetenz, oder? Genau. Oder Praxis, eine Praxis, wo Ding, oder? Weil es fängt immer an, oder? Zuerst du das Problem lügen, dann suchst du schuldig, dann suchst du irgendeine Rechtfertigung, wieso das Problem immer noch da ist, oder? Und dann irgendwann nimmst du es mal zu dir und merkst, okay, ich kann auch vielleicht auch irgendetwas beitragen, oder? Solche Schuldfragen, so Gefühlsthemen reinlassen. Und dann kannst du mal angehen und so, was mache ich jetzt? Richtig. Oder dann bist du im Machen. Und dann, oder? Nein, noch nicht ganz. Es kommt vielleicht zuerst. Das Tun kommt auch. Nein, zuerst kommt noch, ich muss vielleicht etwas machen, dass ich rauskomme. Mhm. Oder aus dieser Schuld. Ich muss vielleicht etwas machen. Ich muss, oder? Aber im positiv konnotiert. Also, total. Ich bin neugierig und ich möchte die Situation positiv verändern. Genau. Und darum überlege ich mir, was kann ich daraus machen? Mhm. Oder wie? Die Situation ist voll, da. Was ich mache, ist entscheidend. Aber vielleicht braucht der eine Mensch braucht dann vielleicht noch irgendetwas von außen. Weißt du, ich muss jetzt diesen Schritt nehmen, oder? Genau. Dass ich nachher kann ankommen und sagen, hey, ich will eigentlich das Ganze ownen. Oder? Ich will Verantwortung übernehmen. Voilà. Aber der Schritt, der Zwischenschritt ist noch wichtig, oder? Weil sonst kann auch sein, dass du in diesen Gefühlen, wenn das Problem gross wird, oder? Dann kannst du auch versaufen in denen, oder? Mhm. Und dann kannst du aufgeben. Und dann, bei dem wachst du nicht. Genau, und aufgeben ist für mich keine Option, weil das gibt es einfach nicht. Ich habe mich committed als Einzelunternehmer in diesem Bereich, Moderation und Podcasting, auch als Eventmoderator, ja, mit den Dienstleistungen, auch in der Edukation drin, um ein Zeichen setzen für die nächste Generation. Das ist auch unsere Mission jetzt mit den Swiss Podcast Awards, oder? Wir sind die einzigen Nominierten mit Generation Alpha-Anteil, oder? Mein Sohn und ich. Alle anderen im gleichen Wettbewerb, Generation Y und Z. Oder? Also sie sind 30 Jahre älter, eigentlich hätte er jetzt schon den Preis verdient. Das ist für uns schon der Preis, dass wir dort in diesen Kreis dabei sind. Aber Dampi, das ist jetzt noch einfach der Wettkämpfer in mir rein, was es natürlich auch braucht als Einzelunternehmer. Das ist ja eine Akquiseunterstützung. Also dass du kannst sagen, bist du bei den Nominierten dabei gewesen. Das ist natürlich auch ein Instrument. Und er hat auch gecheckt, wir sind dort dabei und das hilft uns als Familie, weil dann haben wir mehr Aufträge, dann hat der Papi auch mehr Aufträge und schlussendlich ist es ja wie ein Bauernbub, der hilft auch dem Papi im Stall und dort ist es nicht das ist auch nicht Kinderarbeit, sondern er weiss, es braucht Arbeit, damit der Papi kann Milch verkaufen, damit wir als Familie können leben können. Ja, klar. Oder? Also es ist Miteinander. Mhm. Und das ist das, was sie auch gelernt haben, miteinander am gleichen Strick zu sein. Und das ist auch etwas, das habe ich ein bisschen weniger gehabt in meiner Kindheit. Das möchte ich ein bisschen mehr in meinen Kind geben. Das ist für mich das Paradebeispiel, ist die Familie Raghetti. Oder? Die haben einen Schicksalsschlag gehabt. Der André Raghetti, Vater verloren in ganz jungen Jahren. Und die Familie ist für mich so ein Vorbild, wie die zusammenheben. Da ist der Bruder, der ihn filmt, da ist die Schwester, die ihm quasi ein Buch schreibt, da ist die Mutter, die ihn von Anfang an bei seinen Stärken unterstützt hat. Das ist auch das, was ich auch bei meinen Kindern möchte. Jetzt können alle miteinander profitieren. Und jetzt profitieren nachher alle vom Kuchen. Also der Futternied, der zum Teil innerhalb von Familien stattfindet, finde ich tragisch. Also du kannst als Familie, ich habe gelernt, als Familie kannst du so eine Power entwickeln, so ein Wir-Gefühl, so einen Team-Spirit. Und das ist das, was ich auch meinen Kindern möchte weitergeben möchte. Das Leben ist ein Geschenk. Macht etwas Schönes daraus. Ihr habt jeden Tag 24 Stunden zur Verfügung. Und man hört immer wieder die Stimmen einzeln sagen, ja, ich habe keine Zeit für das. Das ist auch so etwas. Dort sage ich immer, du hast andere Prioritäten. Zeit aber haben wir alle nicht für. Eben das Wir, oder? Das Wir darf sich ja. Eben, Familie ist ganz entscheidend, bin ich voll bei dir, oder? Und bei mir hat es auch in aller Verletzlichkeit einen Moment gegeben, wo ich einen Teil von der Familie auf den Mond stellen konnte, oder? Und das ist wie auch. Gibt es auch, ist auch eine Realität, oder? Und nachher ist aber wichtig, dass man sich irgendwann wieder versöhnt und dann wieder einen Weg findet. Weil in der Familie, das ist einfach der Ursprung vom Leben. Das gibt es nicht, dass das ewig zerrissen ist. Das verhindert die Entwicklung an den Wurzeln. Oder? Genau. Aber wenn wir heute jetzt anschauen, oder, den Wandel, die Veränderungen,
so ein bisschen zu einem Abschluss, oder? Wir sind gereist vom Entwicklungsweg subjektiv, dann sind wir auch ein bisschen das Vereinbarkeitsthema reingekommen, wie gehen wir Männer mit dem um, oder? Letzten Freitag war ja noch Weltfrauentag gewesen. Ich glaube, wir haben das ein bisschen beleuchtet. Und jetzt so, du hast jetzt eben das Familienwir angesprochen, oder? Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir eben auch in ein Wir generell reinkommen, oder? Wo man auch jeder Einzelne sich auch ein bisschen zurücknehmen kann. Aber genau. Eben auch weiss, hey, das Problem am Schluss ist meins. Ich muss einen Beitrag leisten und ich muss meine Verantwortung, meine eigene Verantwortung auch wahrnehmen, oder? Die Stellung. Die Stellung zu dem ist entscheidend, oder? Aber genau. Es ist eben auch wichtig, dass wir mehr miteinander, oder? Und da ist es teilweise schon auch ein bisschen, ich mache ja viel auch so ein bisschen Partizipation, ich habe jetzt ein bisschen, in den letzten 10 Jahren einiges können machen. Und es ist schon leider eben auch so, oder? Dass die schon ein bisschen getriggert sind wegen Veränderung, oder? Die kommen also Veranstaltungen. Und die sagen, ja, was, nein, es muss sich nicht verändern. Meine Familie geht es gut und so. Wieso muss ich jetzt da eine Veranstaltung gehen, wo es um unsere Gemeinde geht, zum Beispiel, oder? Wieso? Das Gleiche in einer Firma, oder? Ja, wieso muss ich jetzt da eine Veranstaltung gehen, wo es um eine Veränderung geht von unserer Firma oder unserer Firmenkultur? Nein, aber ich komme ja Lohn, überall alles gut. Wie siehst du diesen Teil, oder? Ich bin voll bei dir, oder? Ganz starkes Wir im Kern, oder? Aber wie hast du da irgendeine Erfahrungen oder irgendeine Geschichte, wo du sagst, ja, wie kommen wir in ein, einfach da von der Schule oder was auch immer denn war, oder von deinen Events, oder, wo ja ganz grosse Wir sind, oder? Ja, wie wirst du das und wie können wir da das Ego ein bisschen, das Ego muss sein, oder? Es muss sich entwickeln. Aber irgendwann sollte man es auch wieder loslassen können. Ja, also die Offenheit und die Wachsamkeit ist, denke ich, entscheidend für das loslassen. Oder einfach mal auch einen Schritt zurückgehen. Einen Schritt einfach mal zurück machen, aus der Objektivität etwas beobachten. Weil ich sage immer, gute Räte sind für die Füchse. Man muss das Leben leben. Also das Leben an und für sich ist ein Lehrmeister. Da könnten wir jetzt beide noch mal eine Sendung allein zu diesem Thema machen, wahrscheinlich. Und einfach offen und wachsam sein und wachsam bleiben. Und dann erlebst du genau die Sachen, die du erleben musst, zum richtigen Zeitpunkt, zum Weiterkommen für dich selber. Da sind wir zwar wieder beim Ego-Aspekt für dich selber. Wir sind Entwicklungswesen am Schluss. Genau. Und wir entwickeln uns bis zum Tod weiter. Wir entwickeln uns ständig weiter in unserem Wesen. Unser Körper von Natur aus mit der Zellerneuerung, jeden Tag. Und wir entwickeln uns immer weiter, das als Chance zu sehen. Und wenn etwas in dein Leben kommt, das vielleicht auch unangenehm ist, vielleicht als Botschaft zum Abschliessen, sag ja dazu und denk als Problem für und das Lösungsfeuer. In jeder Situation kannst du... Feuer ist wichtig. Ja, das Feuer ist zentral. Und jetzt ist wichtig, wo lässt den Fokus hin? Wenn du aufs Problem lässt, dann sind wir wieder, ja, ich kann doch nicht, wegen dem und dem, und das ist blöd, und das ist blöd, und jetzt ist ein Wespe in den Raum gekommen, so ein blödes Wespe, und kommt trotz zweiter Wespe in den Raum rein. Aber dann sagen, wieso? Hey, Wespe! Wieso? Wespe! Hey, du bist da, dich gibt es ja auch noch. Hey, schau, ich mach schnell das Fenster auf. Und schon ist es rausgeflogen. Also das ist einfach so etwas, was meine Kinder lernen, und das ist mir mega wichtig. Hey, nehmt es zu euch. Es möchte euch eine Lektion geben. Ich würde dann sagen, das ist der Fokus, oder? Oder eben auch die Gegenwärtigkeit, oder? Ja, das Wespe ist da. Aber wird was nützt es, wenn du jetzt hässig wirst? Es nützt nichts. Aber bleib in deinem Bewusstsein, oder? Was wirklich jetzt gerade ist, oder? In der Gegenwärtigkeit. Und dann kannst du das Problem lösen. Und dann kannst du es anpacken und dann gehst du motiviert weiter. Ja, wenn wir jetzt so in den Abschluss hineingehen, wir haben über die Entwicklung geredet, als Aufhänger, als Entwicklungsweg, oder? Mich hat geprägt, dass Entwicklung am Schluss eben eine Trilogie ist, von Sachen, die Stabilität geben, aber auch den Mut haben, Sachen zu erneuern, die einem stören. Und das so weit, wie es dann individuell gerade nötig ist. Aber eben auch entwickeln, Sachen, also mit dem Bindestrich, die verwickelt sind, aufzuwickeln. Ja. Und die drei Sachen, das nenne ich die Trilogie von der Entwicklung. Und dort rein, wenn du jetzt anschaust, oder, und sagst, ja,
Der Remo kennst du ihn ein bisschen und so. Ja, was würdest du mir auf den Weg geben? Oder was ist dir ganz, ganz wichtig? Auch für die Zuhörer, also so als Abschluss. Mir ist wichtig, bei all dem Elend und Leid auf dem aktuell oder auf dem Erdball, versucht, in eurem eigenen Wirkungsfeld anzusetzen. Also, Deutsch sagt, vor der eigenen Haustür zuerst einmal zu wischen, anzuschauen, Vorbild sein für die Kinder. Und das ist das, was ich mache. Also, ich tue immer zuerst bei mir schauen, die Werte, die mir wichtig sind, meinen Kindern vorleben, probieren. Und damit einen Teil können, ja, weitergeben, den Menschen bei all dem Leid und so, einfach zu können Freude schenken. Weil mein Hauptmotto ist, ja, eins von denen ist, ohne Fleiß kein Preis. Oder wie man im Wald ruft, kommt es wieder zurück. Das heisst, wenn du gibst, kommst du wieder rüber. Das ist ein Resonanzprinzip. Resonanzprinzip. Und ich bin dagegen mit Geben und Nehmen, weil das ist so besitzergreifend, so ich gebe dir und dann nehme ich von dir. Nein, ich gebe dir und dann weiss ich, dass irgendwann wieder etwas zurückkommt. Das ist so etwas, was ich dir möchte weitergeben und allen, die jetzt zugelassen haben. Das ist sehr nett und auch ein Teil, den ich loslassen darf. Ich habe 10 Jahre im Sponsoring gearbeitet, da geht es nur um Geld und Nein. Und da bin ich immer noch dran, immer loslassen. Und es ist wirklich für mich der Moment, oder, jetzt auch in den letzten 2 Jahren, wirklich können reingehen und sagen, ich fange jetzt mal bei mir an. Bei mir hat es wirklich ein heftiges Ereignis gebraucht. Oder? Mhm. Aber das ist das Thema für eine andere Sendung. Mhm. Ich komme sehr gerne wieder zu dir. Für heute machen wir einen Punkt. Wir sind wirklich jetzt angekommen und sind bei der Essenz vom Machergeist. Jetzt am Schluss haben wir einen Punkt machen. Es braucht eben beides. Es braucht Kraft von mich und es braucht Zwir, die idealerweise eben auf Resonanz basiert. Da würde ich für heute jetzt einen Punkt machen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke vielmals.